Hallo, Ladies and Gentlemen, willkommen zu meinem Let's Play Projekt. Ja, Let's Play Call of Duty Black Ops auf einer zufällig ausgewählten Zombie-Map. Da ich jetzt nicht immer Kino der Toten spielen will, sondern dass auch ein bisschen Abwechslung mal reinkommt, werde ich es einfach mal so machen, dass ich Kino der Toten nehme oder Dead Ops oder Ascension. Einen von diesen dreien Maps werde ich nehmen. Five werde ich ganz sicherlich niemals nehmen, weil ich die Map erstens mal nicht kann, auch schon im Einzelspielermodus. Selbst wenn ich ohne DVD spielen würde, ich wäre der absolute totale Noob auf der Map. Darum entweder Kino der Toten, also kenne ich nur D-Dops. D-Dops habe ich noch nicht so lange gespielt. Im Einzelspieler spiele ich das teilweise mal. Da bin ich höchstens mal bis Welle 38 gekommen. Kurz vorm Endgegner. Haben mich die Hunde da so abgeknabbert. Nein. Und Kino der Toten, okay, das ist natürlich ganz leicht. Da bin ich inzwischen gut. D-Dops, da habe ich bis jetzt nur insgesamt drei Schlachten per Online-Modus gespielt. Auch nicht schlecht. Außer, dass da ziemlich wenig Spieler drin sind, also das Suchen dauert ziemlich lange. So abends um 10, 11 ist da gar keiner mehr on. Ascension, das ist auch wieder so eine Sache. Manchmal sind da viele Leute on, manchmal nicht, weil nicht alle Leute haben das Erweiterungspack fürs Strike. Anders kriegt man die Ascension-Map ja nicht. Ich werde jetzt einfach spontan suchen und es sind eigentlich... Nein, sorry, mit Dings spiele ich jetzt nicht, mit Mikrofon, mit Leuten, mit die Mikrofon haben. Die werden wahrscheinlich dann sowieso nur sagen, ey, scheiße, hau ab. Das sind eher Leute, die 2470 Punkte, das ist nicht gerade die Welt. Der eine hat 1100 Zombies erledigt. Doppelt so viel wie ich. Recht gut. Aber die sind bereit? Ich nicht. Ich möchte nämlich 4 Leute haben. Wie heißt der? Kann ich nicht genau erkennen. Dadurch, dass ich jetzt hier mit SCART spiele und nicht mit HD. Also, anders kann ich ja mit meinen DVDs können ja nicht HD aufnehmen. Das muss weiter über SCART gemacht werden. Darum ist jetzt hier die Schrift ziemlich verwischt. Darum sehe ich nicht so viel. Ich kann die Schrift gar nicht erkennen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich werde jetzt einfach bereit drücken und hoffen, dass der vierte, der jetzt dazugekommen ist, auch bereit ist. 30-4, heilige Scheiße. 25-4, 8-4, okay. Marcel, keine Ahnung, irgendwie so ähnlich, irgendwas mit M. 35-4 habe ich da gerade gelesen, oder 30-4? Weiß nicht. Ascension ist so eine Sache, die Map habe ich bis jetzt höchstenfalls auch 2, maximal 3 Mal im Internet gespielt. Und im Singleplayer habe ich die 4 oder 5 Mal gespielt. Also es ist noch relativ neu. Ich weiß zwar, wo alles steht, wo Juggernaut ist und so. Ich weiß, wie man die Türen öffnen muss. Wer ist das hier bitte? Hä? Wer ist das? Kopfstrom deaktiviert, Notstrom aktiviert. Ja, schön, dass der eine sich, seine Vollidiot sich verpisst hat. Das ist sehr schön so. Wirklich. Herrlich. Das ist nun wirklich sehr schön. Wer hat sich da eigentlich verzogen? Affenhirn heißt. Achso. Ja, okay, der Name passt zu dieser Map hier, weil hier, ja, was ihr später sehen werdet, noch Affen dazukommen. Okay, das dreht sich jetzt nicht. Das hat sich jetzt nicht ganz so schnell gedreht. PL. Was soll das, ein D sein? Ich glaube, ne? PLPDG Kartel und Affenhirn 88. wer war denn dieser eine Typ da? Den habe ich gar nicht erkannt. War das Richtofen? Da war irgend so ein... als wir da runtergekommen sind auf den Teleporter, das habe ich gar nicht erkannt. Vielleicht weil es schwarz-weiß ist, ich weiß es nicht. Ich habe diesen Held zumindest nicht erkannt. Übrigens bin ich... Nikolai. Sieht man an diesem braun, dunklen, kaputten Handschuhen. Geht nämlich immer her an. Weil er ist ja Mechaniker. Mhm. Oder Ingenieur. Oder was weiß ich, kein eins von beiden. Die spielen da irgendwie Granate hin und her werfen. Die haben sich am Anfang auch gleich Waffen geholt, wie man das auch schon jetzt an ihrem Geld sieht.
oh, oh. Das ist natürlich ein bisschen übel. Da sollte man natürlich nicht stehen, wenn jetzt, wenn das Ding auf einmal angeht. Zum Glück höre ich das. Wer Nikolai anfasst, ist selber schuld. Und mal 2 Punkte. Wie schön für sie. Wie schön für uns. Zombies umbringen macht jetzt doppelt so viel Spaß. So. Meine Ex so. Kann härter zuschlagen als du. 1, 2, 3. Alles im Griff, Jungs. Ihr müsst mir nicht helfen. Lieb gemeint, aber nicht nötig. Es sei denn, jetzt vielleicht in Runde 4. Aber ich werde mir ganz sicherlich keine Waffe kaufen, mal im Ernst, nö. Wenn's brenzlig wird, dann verpiss ich mich ganz einfach, das war's. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf einmal so viele Granaten geworfen habe. Ich habe gar nicht gehört, dass das Ding hier angegangen ist. Ist natürlich gefährlich, ne? Wenn man keinen Zaun anhat, ist natürlich... Ich sollte mich lieber um den da kümmern. Juhu! Ja, ganz viele Zombies, die ich einmal so killen kann. So, nächste Runde werde ich aber ganz definitiv nicht ohne Waffe auskommen. Das bedeutet, tschüss! Ja, Leute, ich verpiss mich jetzt, ne? Das ist schon mal ganz klar. Tschüss! Weil, ja. Eigentlich muss man da gar nicht so lange aushalten. Wann kann ich mich da ganz im Ernst. So. Du bist tot. Da bin ich mehr drüber. Kann er sich kümmern? Ich guck mal nach oben, weil hier kommen sie natürlich. Ja, hier kommen sie auch schon angeschissen. So kennen wir die Zombies. Überall müssen sie ihre dreckige Nase reinstecken. Ihre dreckige tote Nase reinstecken. Huhu. Kein Schwein da. Arsch. Mein Kill. Guck, 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 guck. Ja, also mit den Zombies zu spielen macht Spaß. Schön Geld sammeln. Falls man denn trifft. Jetzt sollte ich ein bisschen aufpassen, weil mit 2 Schlägen ist man ja putt. Ohne Juggernaut. Die Munition geht aus! Oh, ich kann ja nicht zielen, ja, ganz im Ernst. Ach, das soll Richtofen sein? Ey, zeig dich mal von vorne, ich will deine Fratze sehen. Also wenn er mal stehen bleibt, dann möchte ich das angucken. Ey, der sieht voll komisch aus, das kann doch nicht Richtofen sein. Ja, der macht jetzt das Tor auf, weil er den Strom wahrscheinlich anschalten will. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. wo ist der Typ hingerannt? Oh, warum hat er ihn jetzt gekillt? Strom! Das bedeutet, ich nehme ja Juggernaut, scheiß auf die Truhe. Rakete nähert sich Testposition. Luna-Steuersysteme einsatzbereit. Erwarte Sicherheitsprotokoll 9.3. Was ist das? Funf-Funf. Irgendwas mit Funf-Funf. Kommt mir zu nahe und ich blase euch das Gesicht weg. Luna-Steuersysteme werden eingeleitet. Werden eingeleitet. Erwarte Sicherheitsprotokoll 1.3.2.5.5. 1.3.2.5.5.
Wie wär's mit Sterben? Ich könnte auch die Plattform rufen, aber pff, hat keinen Sinn. Also das ist doch wieder ein bisschen, ja, etwas langweilig, würde ich mal sagen. Weil jetzt sind es noch drei Leute, das ist doch scheiße sowas. Ich frage mich immer, welche Leute, die in den Raum kommen, die dann sogar, die in den Raum reingehen und du bist dort. Und dann bleiben die so lange drin, bis das Spiel noch lädt. Und dann aber erst verpissen sie sich. Das verstehe ich nicht. Dann sollen sie gleich rausgehen, wenn sie keine Lust haben. Es kotzt mich richtig an, ganz ehrlich. Es macht einfach keinen Sinn. Was wollt ihr hier? Mein Platz. Was mache ich? Hole ich mir die Sichel? Weil hier gibt es das Bowie-Messer vom Kino der Toten, gibt es hier leider nicht. Hier gibt es die Sichel. Ich finde das Bowie-Messer besser. Die Sichel sieht außerdem ein bisschen scheiße aus. Die sieht voll zerrostet, voll das zerrostete Scheißding ist das. Was ich unbedingt hier haben möchte, ist mindestens den Gerschte-Weiß. Den möchte ich haben. Das Ding ist nämlich einfach nur geil. Vor allem schon der Soundeffekt, auch wenn man das Ding einsetzt. Das ist einfach zu geil. Oh, da kommen ein paar Verwandte. Was leuchtet da? Munition. Oh! Verreckt, ihr ungetoten Gerippe! Lächerlich. Voll Terminator hier. Aber jetzt gehen wir noch. Da hat jemand den Teddy in der Kiste gefunden. Dings ist verschwunden. Takeo ist weg. Stimmt, ich bin übrigens mal nicht Takeo. Das ist überhaupt mal ein Weltwunder. Was mache ich? Wo will ich hier eigentlich hin, frage ich mich gerade. Da war die Stack Out, wusste ich gar nicht. Ich gehe ganz falsch. Und jetzt muss ich sowieso wieder zurück. Sicherheitspersonal in höchster Alarmbereitschaft. Jetzt kommt also Resident Evil. Zombie-Affen aus dem Weltall. Das hört sich an. Ein Psychopath, ey. Wieso vibriert auf einmal mein Controller so? Ich glaube, ich muss doch ein bisschen lauter machen, sonst höre ich nichts. Die klauen mein Jagger noch. Ey, weg da. Affen umgebracht? Oder sehe ich schon weiße Mäuse? Aua. Affe, dafür stirbst du. Ihr scheint ist beliebt zu sein. Klar doch. Er wollte mich greifen. Ja, natürlich, er hat meinen Juggernaut weggemacht, dieser scheiß dreckige Scheißaffe. Ist klar doch. Ja, den sollte man nicht messen. Jetzt bin ich der russische Bär. Ist klar. Zweimal gegentremmern und schon ist der Generator kaputt, ne? Ist klar. Wo wollte ich jetzt. Ich wollte meine Sichel holen. Aber es ist ja zu hier, das Scheißding. Toll. Ja, jetzt kann ich es auch vergessen, weil ich kein Geld mehr habe dazu. Drecksaffen, ey. Jetzt werden wir uns mal die Dr. Niete holen hier. Klar, Schussacko. Oh, das ist gut. Jetzt kann ich mir doch noch eine Kiste holen und hoffe, dass da mal ausnahmsweise kein Scharfschützengewehr drin ist, so wie wir das sonst immer kennen. War hier keine Truhe? Truhe? Ich kenne die scheiß Map immer noch nicht so richtig auswendig. Ich weiß nicht, wo die Truhen sind. Da ist die Truhe. Ja, da muss ich noch ein bisschen raten. Geht für den Anfang. Zombies
kein Problem. Wir haben ja unsere RPK. Die ist für den ersten Welle noch gut genug. Na, wen haben wir denn da? Das ist ja... Oh. Voll Hals durchgeschlitzt. Falls der überhaupt noch einen Hals hatte. Na, Jungs. Na, kommt da zu rechter. Das Messer ist echt billig, was man hier hat, dieses kleine Messer. Das ist... Pff. Hä? Hä? Was geht? Wie? Was? Hä? Knallhart, ne? Kommt das noch einmal, bin ich weg. So eine Scheiße mach ich nicht. Sowas mach ich nicht mit. Ganz im Ernst, noch sowas und ich bin weg. Eigentlich reicht es, wenn ich jetzt hier nicht aufnehmen würde, wäre ich jetzt schon weg. Das mache ich jetzt nur, weil ich keine Lust habe, jetzt nochmal neu zu starten mit dem Film. Aber ich könnte auch einfach so ausmachen und dann eine Runde Detox spielen, weil Detox dauert nicht so lange. Ey, aber ne, sowas mache ich bestimmt nicht mit. Also... Könnt mich mal. Ist mir egal, ob ich jetzt drauf gehe, weil ich ohne Juggernaut könnt ihr mich mal. Jetzt beginnt der russische Berg. Aus dieser Distanz kann ich euch leichter. Da ist die Truhe. Toll. Bringt aber jetzt mir nichts ohne Geld, weil ich mir einen Juggernaut kaufen müsste. Und warum musste ich mir einen Juggernaut kaufen? Weil ich gerade durch einen unlogischen Lag-Fehler abgekackt bin. So sieht's aus hier. Ganz im Ernst, ich wäre schon längst weg, auch schon, weil hier wieder dieser Vollidiot das Spiel verlassen hat. Ich kann nicht versprechen, wenn ich jetzt wieder abkacke hier, ob ich dann nicht einfach gehe. Wer mag euch Freaks schon? Ich. Mann, das Ding stinkt! Ja. Toll. Kein Geld mehr jetzt. Wer labert hier? Ich höre doch irgendwas. Patsch, patsch. Oh, so eine große, schöne Zombie-Armee, ey. Wer Nikolai anfasst, ist selber schuld. Ey, was machen die Zombies da? Die surfen in der Luft rum. Zombies respektieren der Hammer. Und da ist ein Dings Todbringer, aber das kann ich jetzt mir nicht holen. Ja, schon. Todbringer. Death Machine. Will im Englischen sagen. So, jetzt könnte ich mir mal meine Sichel holen. Kaum zu glauben, dass die Zombies hier immer noch kommen. Pisst euch! Weg! Tschüss! Ich will eure dreckigen Visagen ja nicht sehen. Nach oben. So, noch zu hier die Tür. Jetzt nicht mehr. Und unsere Sichel ist hier wirklich am Arsch der Welt. Hier nehme ich hier. Unglaublich scharf. So wie mein Verstand. Fliegen wir einfach jetzt mal ein bisschen rum hier mit unserem
Ups, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen. Och nee, doch nicht jetzt diese Drecksaffen. Jetzt bin ich gerade so übelst am Arsch der Welt hier. Scheiße, Weltraumaffen. Scheiße, Weltraumaffen. Ich glaube, da geht's aber gar nicht zum Juggernaut, ne? Außer, dass ich hier Affen sehe, die ich so umbringen kann mit der Sichel. Bam. Bam. Wenn er da sichert, dann sichert er halt hier oben. Bam. Da sollte man etwas aufpassen. Bam. Bam. Wow, wie viele Affen, Alter! Dieser fiesen kleinen Mob-Algen. Mein Affe, nicht! Das war haarscharf. Und wir haben umsonst die Dr. Niete bekommen. Juhu! Das ist ein guter Trunk. Sonst habe ich bis jetzt immer nur diesen Stamin abbekommen, mehr auch nicht. Sicherheitsstufe wieder auf Standard. Systemverteidigung deaktiviert. Deaktiviert. Jetzt habe ich allerdings meine Plattform umsonst geholt. Zum Glück braucht verbraucht das kein Geld. Dein Gott muss sein. Der kam jetzt etwas zu früh, die Explosion. Sie sind alle dort. Darauf trinke ich einen. Darauf trinke ich einen. Bauchplatscher! Bäm! Das Schönste an der Explosion ist, wo kommt die jetzt her? Alles explodiert. Natürlich, das hat er natürlich auch gesehen, diese kleine. Los, stürzt euch alle auf die Kiste. Schon mal erwähnt, dass mich das voll aufregt, wenn diese Explosion mal nicht kommt. Toll, jetzt kann ich mir keine Waffe holen, weil die scheiß Zombies hier rumdancen. Höllenbrot. Woohoo! Zombie-Häppchen. Ey, jetzt stehen die hier im Wege. Alter! Die stehen so exzellent dazwischen, dass man da wirklich nicht mehr durch konnte. Das konnte ich nicht nachladen. Ihr sollt hinter mir her, los. Ja, genau so. Sterbt. Sterbt. Schickt mir mehr Patienten. Sterbt, sterbt. Irgendjemand hat aber diesen Gerste-Vibe gehabt. Ist das überall Blut oder ein roter Nebel? Das ist kein Kratzer, wie beim Rasieren. Weg von mir, du untoter Fleischjunkie! Untoter Fleischjunkie! Tja, Frage. Was jetzt? Ich versteh's nicht, wer ist das? Doch so ein bisschen Ähnlichkeiten hat er mit Richtofen, aber es sieht trotzdem voll komisch aus. Ist mir noch nie aufgefallen. Sieht so Richtofen aus? Den Zorn des Vaterlandes. Der sieht viel jünger aus als sonst. Dann kommt sie mich hin, weil Kino der Toten hat er doch schon weiße Haare, oder nicht? Oder war es nur so auf dem... Pff, weiß das ich. Aber das ist Richtofen, das ist klar. Ich find's geil. Oh, aber das finde ich nicht geil. Ich hab euch gewarnt, Höllenbrot. Wieso? Ihr fasst mich an. Ich mach euch kalt. Juhu! Nein, kein Schnaps. Was zur Hölle? Wow. Oh. Wow, wo liegt der denn? Da oben. Und ich fliege schon wieder weg. Wie es aussieht. Tschüss.
Kommt, Leute. Ihr geht mir auf den Sack hier. Meine Ex-Frau kann härter zuschlagen als du. Wieso sagt man Lebewohl auf Russisch? Ach ja. Das Schönste an der Explosion ist, dass alles explodiert. Das Schönste an der Explosion ist, dass alles explodiert. Na, schafft das doch nicht? Zombies respektieren keine Privatsphäre. Ihr fasst mich an. Hä? Wo ist denn der? Der ist da. Der ist ja komplett am Arsch der Welt da oben. Der hat eine Strahlenkanone, ist klar. Wahrscheinlich beim Schussverkauf gehabt. Das ist das Problem, wenn man gegen so einen Zombie ging. Oh! Ja, das bewirkt so ein bisschen Risiko. Der Trank, wenn man mal nicht trifft, dann ist man mitten in der Meute da und dann hat man richtig verschissen. Ich war auch. Ja, mitten im Flug haben sie mich erwischt. Mitten im Flug. Hab ich gewarnt. Höllenbrot. Ach, das war's schon wieder. Aber ich glaube, eine Stunde werden wir hier nicht überleben. Ach ja, ja, ja. Ja, ist die Truhe immer noch da? Tatsache. Das Gute hier, das ist das Gute hier an dieser Map. Es gibt weniger Truhen als wir bei Kino der Toten, aber dafür kann man sich, bietet eine Truhe mehr Waffen als bei Kino der Toten. Also die Wahrscheinlichkeit ist, es dauert länger, bis hier ein Affe kommt, bis Teddy kommt. Zombies respektieren keine Privatsphäre. Aber umsonst. Wer Nikolai anfasst, ist selber schuld. So, Insta-Kill. Alles mit einem Schlag weg. Werde ich euch an! Aus dem Weg hier! Mach Platz! Ich mach euch. Ich dreh auf! Bäm! Ich frag mich gerade, was ich hier mache. Ich wollte mir Dings holen, eine neue Waffe. Allerdings könnte das jetzt auch mein Tod sein. So eine Scheiße. Ich werde von diesem Ding da erstmal auf die Schnauze geflogen. Ah! Zombies! Überall Zombies! Ja, ich glaube, das ist mein Tod, das ist mein Tod, das ist mein Tod. Ich kann nicht mehr viel machen, ne? Ich kann sie noch nicht mal auf den Kopf zielen, das bringt auch nichts. Oh, ich kann sie immer noch ablenken. Und ich kann ihn leider nicht wiederbeleben, weil ich sonst tot bin. Zurück mit euch. Was war da? Ja, sorry, Alter. Scheiße! Ich muss gerade selber meinen Arsch retten. Guckt mal, ihr Zombies, hinter euch. Ah, okay, hier ist eine recht große Stelle. Hier könnte ich sie, glaube ich, falls da keiner kommt, austricksen. So, jetzt seid ihr richtig am Arsch. Ja. Weg. So geht das hier. Ja. Jetzt hoffe ich, dass keine mehr kommen. Jetzt ist es nämlich gerade zu ruhig hier. Ja, scheint keiner mehr zu kommen. Betrunken. Wie betrunken.
Kommando. Jetzt habe ich fast so viele Kugeln wie Ex-Frauen. Ah, noch erwischt. Los, Gerste Weiß. Ein Snipergewehr. Die L96A1. Sehr gut im Multiplayer. Benutzen sehr viele Leute. Besonders auf Array. Aber Zombies? Ne. Wo ist eigentlich... Warum bin ich da eigentlich weggegangen, frage ich mich gerade. Da war doch die Truhe auch normalerweise. Ich hoffe, der dritte haut jetzt nicht ab, weil es zu langweilig wird. Aber ich möchte ja noch mal gerne meine Waffe haben. Die Spaß 12 hatten wir im zweiten Teil, Kino der Toten. Ich glaube, da kommt gleich ein. Kommt der hierher. Oh ja, die hatten wir doch gerade, Mensch. Autsch. Muss er mich wieder mit seinen ekligen, blutigen Dreckshänden vergewaltigen. Gerste Weiß, Strahlenkanone, Donnerkanone. Mensch, es gibt drei Waffen, die ich haben möchte. Und ich krieg eine Farmers, super. Oh, Mensch, drei Waffen, eine davon muss doch mal kommen. Ja, ich krieg bestimmt diese Morschtruka-Dolz, oder wie sich diese komische Spielzeugpuppe da nennt. Ich krieg einen scheiß Teddybären. Sogar diese Der dritte muss ich gerade jetzt ein bisschen gedulden. Ich möchte eine Waffe haben. Wer ist da eigentlich? Affenhirn ist, glaube ich, K.O. gegangen, ne? Los, komm schon. Wo ist die Truhe? Das sagt mir wahrscheinlich eh nichts. Sagt mir nichts. Ganz ehrlich. Muss ich raten. Die könnte eventuell draußen sein. Nee, ich weiß, wo die ist. Die ist am Arsch der Welt. Aber ich habe ja genug Geld. Dann müssen wir sogar noch eine Menge Türen öffnen. Erwarte Startinitiierung. Der Packer Punchraum hat sich gerade geöffnet. Aber, nö, ich möchte nichts verbessern. Und wir sind hier, wie gesagt, am Arsch der Welt. Wir müssen nämlich ganz weit weg. Jetzt müssen wir in diese Richtung. Glaube ich zumindest, falls die Kiste doch tatsächlich da sein sollte. Oh. Nicht schlecht. Das war gerade die, Komm, dreckiger Affe, komm her. Ich bring dich um. Dein Tod muss sein. Der hat gerade mit der Strahlenkanone die Rakete zerstört. Ja, das geht. Man muss da auch nur zwei, dreimal draufballern, dann war's das schon. Ja, könnte irgendjemand mal zum Juggernaut hingehen und den verteidigen? Das wäre sehr nett. Weil der ist jetzt, glaube ich, schon... Das war's aber, glaube ich, schon. Weil die wirklich diese scheiß Affen müssen da drei, viermal gegen hämmern und schon ist der Trank weg. Das ist einfach scheiße gemacht. Ja, schon ist er weg. Drecksvieh. Ich glaube, die Kommando wäre besser, weil die zielt, die hat eine bessere Genauigkeit. Meiner! Mir! Aber mit der VD ist es eigentlich scheißegal. Nein, die keine Munition!
Das war schon der letzte. Weiße Mäuse. Egal. Scheiß auf 30. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte mir eine Waffe holen, das kann man jetzt aber vergessen. Komisch, dass die scheiß Affen nur hinter dem. Oder hat jemand hier verteidigt? Egal. Zombies respektieren keine Grenzen. Zombies kann man nicht. Ist immer noch da. Na gut. Schnauze. Höllenbrot. Toll, jetzt habe ich einen Todbringer und sind keine Zombies da. Der Nikolai anfasst, ist selber geschickt. Toll, das war's schon wieder. Juhu! Ich find's geil. Ich komme! Ich komme! Schade! Hat nicht geklappt, glaube ich. Meine Ex-Frau kann härter zuschlagen als du. Meine Ex-Frau kann härter zuschlagen als du. Ja, weg hier, los! Todbringer! Non-stop rumballern! Sekunden reiner Zerstörungswut. Hier ist der Hammer. Jetzt weiß ich gerade so nicht, was ich sagen soll. Außer, dass er natürlich mich mal wieder festhalten muss, ne? Ne. Meine Ex-Frau kann härter zuschlagen als du. Blah. Die fallen wie doppelt. Lalalalalala. Umgelegt oder sehr wieder doppelt. Nein! 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 Ihr riecht ja schlimmer als meine Fahne. Hey Junge, ich will auch dieses. Ich will auch den Gerstoweiß haben. Ich hab euch gewarnt, Höllenbrot. Mann! Ich will da rein! Wenn man es früh genug macht, dann geht das sogar. Das war weitmännische Arbeit. Wissen noch nicht allzu viele. Ist mir egal, auch wenn das ein Risiko ist. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Wieso? Was war das denn, ey? Er fasst mich an. Ich mach dich. Es sind genug Zombies für alle. Was? Och, der Host hat das Spiel verlassen. Warum hilft ihr denn gar nicht? Ja, das ist sehr schön gemacht. Der Host hat das Spiel verlassen. Ja! Obernüsse. Weg. Ach, nein. Kurz mal hinlegen. Strecken. Nach oben gucken. Meine Lichterkette angucken. Schönes Teil. Na. Aber ich könnte was trinken. Bleh. Pisswarmer Eistee. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir 40 Minuten gespielt. Ungefähr. Zumindest gleich, ein paar Sekunden.
Aber das zählt jetzt trotzdem schon mal durch, wenn das natürlich jetzt erst 20 Minuten wären. Natürlich, dann hätte ich jetzt noch eine Runde gemacht. Aber bei 40 Minuten, ja, das lohnt sich dann nicht mehr, nochmal eine Runde zu machen, weil 20 Minuten, da so lange dauert keine Runde. Das ist, ja. Selbst wenn man Noob spielen, Anfänger spielen würde, würde das nichts bringen. Meine Bestenliste. Ey, Mann, ich will die Karten spielen. Shinonuma, verrückter Riese. Ich verstehe es nicht, warum hier schon Call of the Deed drin ist. Verstehe ich wirklich nicht. Obwohl der Erweiterungspack Escalation noch gar nicht rausgekommen ist. Egal. Sowas nennt sich Vorbereitung. Ey, Mann, ich will die Maps spielen. Sind voll geil. Besonders der Riese. Die ist übelst geil, die Map. Macht übelst Spaß. Nach der Untoten, naja, die ist eher so ziemlich schwer. Aber egal. Hier, mein Rekord ist... Upsala. 20 ist das, glaube ich, ne? 20-4? Ich glaube. Ist nicht viel. Wie gesagt, hat man nicht so lange gespielt. Ja, schön, dass die jetzt einfach mal so den Host beendet haben. Als ich mal den Host beendet habe, weiß ich noch ganz genau, da hat mal jemand geschrieben, Idiot oder Vollidiot oder was auch immer. Aber das war noch ziemlich früh am Anfang, wo ich noch mit dem Zombie-Modus noch gar nicht so richtig mit vertraut war. Ich wusste gar nicht, dass ich da der Host sein könnte. Dass ich sogar eventuell den Raum leite. Wusste ich gar nicht. Aber egal. Deren Scheißgelaber hat mich nicht angekratzt. Hab so im Gegenteil zurückgeschrieben. Es juckt mich nicht im geringsten. Aber was soll's. Alte Geschichte, alte Leier. Und das war jetzt ein Kampf auf Ascension. Ich werde ganz sicherlich nochmal weitere Kämpfe auf Ascension machen, weil ich möchte unbedingt den Gerste-Weiß haben. Man konnte da zwar schon teilweise einen sehen, aber das war ja leider nicht meiner. Ich bin einmal gestorben. Nein, ich bin eigentlich gar kein einziges Mal gestorben, denn das zählt nicht. Denn dagegen kann der weltbeste Spieler der Welt nichts machen. Wenn er ganz plötzlich, ganz chillig irgendwo lang geht, gemütlich, und ganz plötzlich ist er tot, weil die Zombies auf einmal direkt, eigentlich direkt schon vor ihm stehen und einen behaut haben. Was eigentlich aber in meiner Sicht, was ihr sogar gesehen habt, das ist, ich habe hier das Beweisvideo, eigentlich die Zombies da in der Luft gehen. Keine Ahnung. Ja, scheiß Gelege halt. Der Computer hat's mal wieder alles anders gesehen. Gut, aber damit will ich jetzt auch nicht so lange rumlabern. Das war Let's Play Call of Duty Black Ops Ascension Zombie Modus. Überlebt, keine Ahnung. Ich vergesse schon, wie viele Runden wir da überlebt haben. Weil der hat ja abgebrochen, da das Host hat das Spiel beendet. Das verstehe ich auch wieder bei Leuten nicht. Ich meine, so eine Zombie-Runde, die geht. Da muss man einfach, da muss man sagen, mindestens eine Stunde geht so ein Zombie-Kampf. Weil, da wird mindestens ein guter Spieler dabei sein. Und der wird dann auch alleine gegen die ganzen Zombies es schaffen. Das heißt, es wird ewig dauern, bis der dann tot ist. K.O. ist, tot ist, was, whatever. Aber mindestens eine Stunde muss man dann in so einem Kampf einplanen. Und dann kann man da nicht einfach da so kurz mal, oh, ich hab Lust auf einen Zombie-Kampf. Aber eine halbe Stunde muss ich ins Bett. Das ist nicht. Das heißt... Wenn man Lust auf einen Zombie-Kampf hat, dann muss man eine Stunde mit einplanen, mindestens. Dann darf man nicht einfach sich verpissen, wenn man auf einmal keine Lust mehr hat, weil man immer damit rechnen muss, dass der Host ist. Aber scheiß drauf. So, jetzt sage ich aber wirklich tschüss. Bis zum nächsten Mal bei meinem Let's Play. Bis dahin. Und so. Jo. No. Jo. No.